Seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit mir, dem Steve. Ja, wir sind hier mit dem guten Riddlock unterwegs und suchen meinen Schatz oder unseren Schatz, je nachdem. Haben wir in der letzten Folge ganz schön mächtig auf den Sack bekommen. Von ein paar Geistern, die, naja, uns nicht ganz willkommen heißen. Ist ja auch nicht so wild, ich meine, mein Gott, man muss ja nicht immer Freunde sein, aber ob man Magier. Ja, wir müssen raus zu mir. Das sehe ich nicht so gut. So. Zack. Lieber Bogenschütze. Liebe Bogenschützin. Ich werde sie jetzt in den Ruhestand versetzen. Viel Spaß. Kein schlechter Kampf. Nicht weiter reinlaufen, Redlock. Die anderen zwei halten wir mal noch auf Abstand. Lauf nicht weg, meine süße Perle. Kämpferin, Heiler, erstmal auf den Heiler. Zack, 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 zack. Hier wird nicht geheilt. Vergessen, wieder meine Uhr zu starten. Ich habe doch auf Starten geklickt. Egal. Minus eine Minute. So. So, das hier sieht doch aus wie die Statue ist alt und beschädigt. Sie fällt beinahe auseinander. Der Stein hat schon bessere Tage gesehen und haarfeine Risse überziehen seine Oberfläche wie Spinnenweben. Statue näher betrachten. Es scheint, als sei die Statue in Eile hier aufgestellt worden. Sie wurde offensichtlich von anderswo hierher befördert. Außerdem wurde der gehobene Arm vor langer Zeit abgebrochen und sorgfältig in neuer Stellung befestigt. Ob das ein Hinweis ist? Da ist etwas hinter der Statue versteckt. Ah. Argus Narrentöter war gerissen. So viel steht fest. Legen wir los. Ah, da. Zack, erstmal so. Und zack. Oh, sind so beide tot. Tot. Toter als tot. Wie traurig das alles ist. Zauberkundige und Bogenschütze. Das sind ja beide irgendwie schön. Ja, gut, dann wechseln wir uns mal ein bisschen ab. So, Zauberkundige geben mir mal ein bisschen mehr auf den Senkel. So, Bogenschütze. Weiche von mir. Ah, wieder drei Leute. Heiler, Kämpfer. Ja, erstmal auf den Bock kriegen. So, ist der Heiler schon mal weg. Na, bald machen wir auch Abgang. So, ach nö, lauter Schleim. Nee, ich will keinen Schleim. Können wir an den Schleim vorbei? Natürlich nicht, weil es ist besonders aufmerksamer Schleim. Dem entgeht nichts. Ja. Ganz ruhig stolz auf dich sein, ne? Ja. Macht, so. Erstmal Lebenfall. So. Ein Schutthaufen. Oh, wie interessant. An dem Schutthaufen an sich ist nichts Besonderes, abgesehen von so einem unheimlich blauen Schimmern in seiner Nähe. Naja, ist auch. Oh Gott. Heilerin. Ich muss vielleicht auch nicht direkt in den Regen da stehen. So, liebe Kämpferin. Danke. Dann, danke. Okay. Wie
viele Heldenpunkte haben wir denn mittlerweile? Nur so nebenbei. 19. Reicht das dafür? Machen wir mal. So. So. Oh, ist erstmal so. Experimentieren tun wir damit später. Jetzt erstmal durchsuchen. An dem Schubhaufen war. Schubhaufen, genau. An dem Ding da ist nichts Besonderes, abgesehen von unheimlichen schmatzendem Geräusch in seiner Nähe. Aha. Das ist ja unglaublich erotisch. So, dafür, dass ihr nur Schleim seid, macht ihr mir ganz schön. Das haben wir mal gut hier, ey. So, durchsuchen. Das Tor ist zugerostet, aber von der anderen Seite her halt ein leises Stöhnen durch. Ah. Ist ja krass. Hi. Alter, wer gammelt denn hier noch alles rum? Oh mein Gott! Das ist echt mal so. Ach toll. Gut dann nicht. Erstmal miteinander reden, bevor wir uns das ist weit kann. Genug. Das Gerichtsgebäude steht unter meinem Schutz. Kein Char kommt hier lebend raus. Ich hatte gehofft, jemand würde so etwas sagen. Schön aufpassen, Dunsti. Jetzt gibt's eine Geschichtsstunde. Und weil ihr Geister so schlechte Schüler seid, werden wir sie euch so lange einbläuen, bis ihr sie kapiert habt. Aha. Zack, 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 zack. Bereitet euch vor, Grant zu treffen, Ungeziefer. Ey, hallo, bleib doch mal locker. Bleibst du locker? Schwöre. Hallo, Whitlock ist auch noch da. Was kann das? Erstmal ein bisschen ausprobieren. Er ist halb tot, aber erstmal ausprobieren, was das kann. So, das war recht schnell, den wir aus dem Fern. Den Namen haben wir ja gerade nicht. Ich würde jetzt gerne nochmal ausreichen. Dann würde ich gerne das hier machen. Ah, okay. Nächstes Mal experimentieren vielleicht nicht im Kampf. Warte, jetzt muss ich mir jetzt nochmal in Ruhe durchgehen. Schaltet euch den Himmel. Aha, okay. Weicht schnell durch den Nebel aus, entfernt entkräften Zustände. Okay. Aussichten, Stärke. Ah, okay, genau. Okay, das klingt alles auf jeden Fall irgendwie brauchbar. Ich glaube, wir müssen hier lang. Untersuchen. Genau. Die Truhe ist offensichtlich alt und abgenutzt. Sie galt auch vor dem großen Feuer schon als Antiquität. Euer Schlüssel scheint genau zu passen. Truhe aufsperren. Endlich! Der Schatz! Wir haben es geschafft, Whitlock! Jetzt verstehe ich, warum sich Argus Trupp den Schatz nicht einfach teilen konnte. Dies ist ein Djessa-Kelch, ein antiker Schatz aus Ascalon. Vielleicht sogar der letzte. Woher wisst ihr das? Ihr seht nicht gerade aus wie ein Student der Menschengeschichte. Man muss den Feind kennen. Außerdem musste ich mir viel zu viele Götterpredigten der Menschen anhören. Trainer hier, Gwent da. Verstehe. Nochmal danke, dass ihr mir geholfen habt, das Erbe meines Vaters zu finden. Gern geschehen. Fühlt sich gut an, mal wieder rauszukommen. Ich glaube langsam, ich bin nicht für Schreibstubenarbeit geschaffen. Viel Spaß mit dem Kelch. Ihr habt ihn euch verdient. Aber haltet euch zu meiner Verfügung. Wenn ich das nächste Mal frische Luft schnappen gehe, will ich euch dabei haben.
Ja, ist für jeden Spaziergang zu haben. So, Belohnung. Geisterschärpe. Angesegnete Ritualtasche. Siegelring der schwarze Zitadelle, der uns nicht wirklich was bringt. So in der Form, mal schauen. Trupphaubert, Verteidigung, aha, Kraft, ja, das, damit kann man arbeiten. Kampfschwer, damit kann man vielleicht auch noch was machen. So. Geisterscherben sind übrigens auch eine Währung, nicht wundern. Sobald wir die irgendwann mal einsetzen sollten, erläutere ich das natürlich auch. So, ich bin jetzt hier natürlich an einem Ort, wo ich gerne stehe. Hier, also will ich nicht lange stehen. Gehen wir vielleicht erstmal hier hin. Dann arbeiten wir uns von da aus in unsere Zukunft. Ha. Oder so. Ja. So, erstmal Ausrüstung checken. Wir haben sowas bekommen. Sowas setzen wir ein. Genau, hier können wir uns Werte auswählen. Okay. Nicht, sind da schon mehrere. Ah, cool. Kraft, Präzi, Wildheit. Aha. Widerlich. Kraft, Präzision, Zähigkeit. Würde mir fast besser gefallen. Machen wir es mal so. So. Das sind Gegenstände, die ich natürlich nicht auseinandernehmen kann. Aber rumschleppen will ich es auch nicht. So. Hier können wir uns auch Werte aussuchen. Dann suchen wir uns noch Werte aus. Wir suchen, wie das mit präziser. Präzision ist gut. Mächtiger Kraft. Aber Zähigkeit, ne? Macht gibt Recht. Präzision, Präzision nehmen wir mal. So. Und ersetzen. Ja, gegen wen ersetzen wir den? Gegen Zähigkeit oder gegen Kraft? Gegen Zähigkeit würde ich fast sagen. Hier irgendwas, was man da schön raufziehen kann? Natürlich nicht. Okay. Ausrüstung. Die wir gleich nochmal irgendwie färben dürfen. Sehr schön. Nee. Zack. Vorerst. Kann man das zerlegen? Ja, das können wir zerlegen. Bisschen Glück. So. Okay. Erstmal alles öffnen. Beutetaschen. Schauen wir mal. So, nicht identifizierte Farbe. Lila Farbe, okay, habe ich sogar noch nicht. Cool. Well. So, das haben wir. Das ist ja nicht so viel besser, deswegen lassen wir es mal. Ja, gut, ansonsten. Ja. Erstmal Materialien lagern und dann zerlegen wir den ganzen Kram hier mal. So. 10 Heilung. Okay. So. Mal schon Glück fressen. Fressen ist gut. Materialien lagern. So, und dann. Schauen. Ich habe gehört, ihr geht zum Schlachtoberfest im Schlachterblock. Gut, könnt ihr mich davon abhalten. Ihr auch. Helfen wir hier mal kurz. Mach, gib recht. Ah, ich hab erstmal direkt die Akku. Sorry, ich wollte nicht die Akku klauen. So. Nehmen wir mal sowas, dann Schrott verkaufen, das wäre vielleicht ganz gut. Infiltration, das sieht gar nicht so schlecht aus. Dann trage ich wohl eins von beiden an der falschen Stelle. Ah, warte mal.
Auf den Ring könnte ich das hier noch ziehen. So, dann ist das schon mal gar nicht so schlecht. Also da ist ein freier Platz, da ist ein freier Platz, da ist kein freier Platz, aber hier ist ein freier Platz. Ah. Wollt ihr ein paar Münzen ausgeben? Ja, will ich. Aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Wobei, so ein bisschen... Ich wandere mal nochmal hier hin. Das macht mich sonst kirre. Ich will irgendwas... irgendwas haben auf unserer Rüstung, was uns so ein bisschen hilft. So. Wenn's kaputt ist, setzt es was. Ja, bleib locker. So, einmal Infiltration. Infiltration. Die ist sogar relativ günstig, na, sehr schön. So. So, wo fehlt dir jetzt noch was? Waldläufer. Wald. Geringe Waldläufer. Weil die beachtliche gar nicht so, auch nicht so schlecht ist. Auch so teuer und ist noch für unsere Stufe noch nicht geeignet. Okay. Einer fehlt davon. Okay. Ja, ich glaube, das müsste das erstmal gewesen sein. Wir haben natürlich noch zu verkaufen. Das, weil ich da einfach momentan oder auch in naher Zukunft keinen Bedarf habe. Ich kann das erstmal weg. So. So, ja gut, ich sollte das vielleicht auch. Also... Dann machen wir erstmal einen Waldläufer hier hin. So, dann haben wir das Schlumm wieder voll. Zack. Braucht ihr was? Zack. So. Sollte zumindest hilfreich sein. Besser als nichts, ne? Besser als nichts. So, gehen wir wieder da rum hin und der Part ist rum. Mein Gott. Ah, okay. So Leute, dann bedanke ich mich an dieser Stelle wieder herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Guild Wars 2. Ich bin hier im Steve. Tschüss.